Ich habe meine Kinder 3,5 Jahre gestillt. 3,5 Jahre lang. 16 Monate meine Tochter und 26 Monate meinen Sohn. Und das konnte ich mir in meinen wildesten Fantasien nicht vorstellen am Anfang, dass ich so lange durchhalte. Aber das ist eine andere Geschichte für das andere Video. Heute reden wir über das Abstellen. Wie habe ich geschafft, meine Kinder abzustellen? Seit 2 Monaten stille ich nicht mehr. Ich bin jetzt sehr froh. Ich kann immer wieder Wein genießen, ich kann ein bisschen freier sein und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Als erstes, was ich sagen möchte, das Stillen ist eine Beziehung. Die Beziehung gehst du bei der Geburt des Kindes an. Das ist eine Beziehung, die 2 Personen betrifft, wie in jeder Beziehung. Es ist eine Partnerschaft. Du kannst es einfach nicht alleine entscheiden, von heute auf morgen. Morgen bekommst du keine Milch mehr, ich hab's genug, bam, Türe zu und weg. Es ist auch nicht schön für eine Beziehung, so die Beziehung zu enden. Und genauso ist es wichtig, aus meiner Sicht, dass man diese Beziehung, diese Stillbeziehung mit deinem Kind auch nicht auf diese Art und Weise endet. Und in diesem Video geht es ja um das sanfte Abstillen. Wie können wir das Abstillen sanft gestalten, so dass es am besten für die Mutter, aber auch für das Baby abläuft. Und ich hoffe sehr, dass es kein Baby mehr ist. Für mich persönlich war das wichtig, die ersten 12 Monate durchzuhalten. Und ich würde es nicht empfehlen, vor dem ersten Geburtstag aufzuhören mit dem Stillen. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt sogar, die ersten 2 Jahre zu stillen, also die 6 Monate voll und danach mit dem Beikost zusammen die ersten 2 Jahre, sodass dein Baby den optimalen Start in sein Leben bekommt. Für mich waren die ersten 12 Monate so ein Sweet Spot, wo ich sage, okay, die 12 Monate sind wirklich essentiell. Ich werde alles tun, um diese 12 Monate durchzuhalten und danach werden wir einfach schauen. Also, sanftes Abstillen, es geht nicht von heute auf morgen. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Ich würde sagen, mindestens 3 Monate, zumindest das ist, was mir das gekostet hat, abzustillen. Und mit meiner Tochter hatte ich einen bestimmten Termin. Ich musste bis zu diesem Zeitpunkt abstillen. Und da musste ich mir überlegen, wann wir diesen Prozess beginnen. Und in meinen Augen, um sanft das abzuschließen, muss es eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Es ist weder gut für dich wegen Milchstau, noch für dein Baby, wenn du sehr abrupt mit dem Stillen aufhörst. Okay, wann ist dann der perfekte Zeitpunkt? Das finde ich eine sehr individuelle Entscheidung. Es muss wiederum die Mama und das Baby entscheiden. Und das sind nur die 2 Personen, die entscheiden können. Die 2 Personen, die in dieser Beziehung sind. Es können keine weitere Personen, Außenstehende, dir diktieren, wann du mit dem Stillen aufhören sollst. Auch wenn du das Kind mit 2 oder 2,5 oder 3 Jahren stillst, egal, was die anderen sagen, das ist nur deine Entscheidung und deine Entscheidung deines Kindes. Es kann sein, dass das Kind das selber entscheidet, jetzt will ich nicht mehr. Aber in meinen Augen darf keine weiteren Personen Einfluss auf diese Entscheidung nehmen. Auch die Umstände, je nachdem, ja, wenn es gesundheitliche Probleme sind, das ist natürlich ein Punkt. Aber wenn es irgendwelche Umstände wie zum Beispiel, ah, ich muss aufhören mit dem Stillen, weil ich anfange zu arbeiten. Ich höre das so oft, aber ich verstehe nicht, wieso. Warum sollst du aufhören, wenn du anfängst zu arbeiten? Je nachdem natürlich, was du machst. Wenn du so einen Job hast, wo du eine Woche lang weg bist, dann ist es eine Sache. Aber normalerweise, die meisten von uns hat nicht so einen Job. Ich habe angefangen zu arbeiten und ich habe weitergestillt. Und es war kein Problem zu stillen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich 3-mal gestillt und ich habe vormittags gearbeitet, also halben Tag. Und ich habe morgens, mittags und abends weitergestillt. Auch wenn du länger arbeiten musst, man kann immer abpumpen und so weiter. Also ich sehe das nicht als einen Grund, um mit dem Stillen aufzuhören. Und wiederum ist es sehr, sehr individuell. Wie fühlst du dich? Gefällt dir das Stillen? Wie fühlt sich dein Baby? Hat das Baby genug Nährstoffe bekommen, um seine Immunsystem zu stärken? Ist das Baby perfekt gesund? Oder hat das Baby vielleicht Hautprobleme oder sonstige Allergien? Und man weiß, dass Stillen dabei helfen könnte, die Allergien zu bekämpfen und so weiter. Also da sind sehr viele Faktoren, die Einfluss darauf nehmen können, wann du genau abstillen sollst. Wie fängst du mit dem Abstillen an? Ich erzähle euch meine persönliche Geschichte, wie ich mit dem Abstillen angefangen habe. Und mit beiden Kindern war das ganz unterschiedlich. Das waren ganz unterschiedliche Charaktere. Und es spricht nochmal dafür, dass jede Mutter und jedes Kind ganz anders ist. Auch bei gleicher Mutter wie in meinem Fall, 2 unterschiedliche Kinder mit 2 unterschiedlichen Bedürfnissen. Meine Tochter hat sich nicht so besonders fürs Stillen interessiert. Das war von Anfang an, die hat ja nicht so gut gesaugt.
Und wir hatten richtig viele Schwierigkeiten mit dem Stillen. Der Start war sehr, sehr schwer für uns und ich habe fast aufgegeben. Das war ja 2 Monate, wo wir gestillt haben und ich habe überwiegend gepumpt und sie hat abgepumpte Milch getrunken. Und ab diesem Zeitpunkt, nach dem 2. Monat, lief der Prozess für uns ganz glatt. Das war alles gut und schön, bis ich erfahren habe, dass ich schwanger bin. Meine Frauenärztin hat mir geraten, aufzuhören. Man sagt, es gibt ein Hormon, das während des Stillens ausgeschüttet wird und während der Schwangerschaft kann dieses Hormon zu den Wehen führen. Und es ist nicht sehr ratsam zu stillen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, okay, ich höre auf meine Frauenärztin, ich soll mal aufhören. Aber wie? Im Prinzip, man kann ja schon sagen, mit dem Abstillen beginnst du, indem du Beikost einführst. Und nachdem ich ja Beikost eingeführt habe, habe ich immer gestillt. Also ich habe 2-3 Löffel Brei gegeben, danach habe ich gestillt. Am nächsten Tag waren das 3-4 Löffel Brei, dann habe ich wieder gestillt, bis sie die bestimmte Menge an Brei bekommen hat, die der vollständigen Mahlzeit entsprochen hat. Und dann habe ich sie nicht mehr gestillt. Nach 1 Monat, bis es so in die Routine übergegangen ist, haben wir angefangen mit der nächsten Mahlzeit. Ich glaube, das war Frühstück, wo ich ein bisschen angefangen habe, ihr Brei zum Frühstück zu geben. Und wiederum, das war ein schrittweiser Prozess. Ein bisschen Brei, danach stillen, ein bisschen Brei, stillen, bis sie so viel Menge Brei gegessen hat, dass ich nicht mehr stillen musste. Dann haben wir mit dem Abendessen angefangen, so dass sie eine vollständige Mahlzeit zum Abend bekommen hat. Ungefähr mit 13 Monaten, würde ich sagen, hatte sie bereits Frühstück, Mittagessen und Abendessen, waren die vollständigen Mahlzeiten, Breimahlzeiten ohne das Stillen. Als ich über meine Schwangerschaft erfahren habe und entschieden habe, mit dem Stillen aufzuhören, hatten wir zu diesem Zeitpunkt 3 Mahlzeiten. Das waren morgens, mittags und abends. Und da bin ich genauso vorgegangen wie die Male davor. Also ich habe einfach Schritt für Schritt ganz langsam die Mahlzeiten ersetzt. Die letzte Mahlzeit für sie war Abendmahlzeit, also die Stillmahlzeit, weil da war das für sie schon ein Ritual. Ja? Das war irgendwo beruhigend für sie. Die war abends immer so aufgedreht, aufgeregt. Und um sie besser in den Schlaf zu begleiten, habe ich sie immer gestillt. Deswegen war für mich die Abendmahlzeit die schwierigste Stillmahlzeit, mit der wir aufhören sollten. Und ich muss sagen, da habe ich lange gezögert. A, war ich innerlich eigentlich nicht bereit aufzuhören mit dem Stillen. Das war eigentlich dieser Druck wegen Schwangerschaft und Gefahr, dass da irgendwas mit der Schwangerschaft schiefgehen kann. Aber im Innerlichen war ich nicht bereit aufzuhören und das war ziemlich schwer für mich, davon zu trennen. Und B, war das für sie dieser Ritual zum Beruhigen und so weiter. Am Ende habe ich einen Trick verwendet und ich habe das Stillen durch die Flasche ersetzt. Ich hatte noch ganz viel abgepumptes Milch im Tiefkühl. Und das hat sie dann getrunken und wenn wir damit fertig waren, dann habe ich ihr einfach Milch gegeben und so haben wir aufgehört. Und sie war ein sehr einfaches Kind, was das angeht. Sie hat nie nach der Brust gefragt, sie hat nie so ein großes Interesse gezeigt und sie hat sich nicht dafür interessiert. Wir haben aufgehört und fertig. Mit meinem 2. Kind war das viel, viel anders. Der war sehr auf die Brust fixiert. Ich habe ihn natürlich auch nach Bedarf gestillt und der hat viel mehr Mahlzeiten gehabt. Also der wollte immer gestillt werden. Das war für ihn auch so eine stiller Hafen, ja, wenn er getröstet werden wollte, wenn er irgendwie Aua gemacht hat oder so, hat er immer nach der Brust verlangt und der Prozess mit dem Abstellen war für uns viel, viel langsamer. Ich habe ihn auch 26 Monate gestillt, also sogar mehr als 2 Jahre, was für mich einfach wow, ich hätte nie gedacht, dass ich das durchhalte. Aber diesen Prozess habe ich auch genossen, es war kein Problem für mich. Im 2. Lebensjahr ist es sowieso ganz wenige Stillmahlzeiten und man stillt ganz schnell, die Kinder trinken schneller und wollen danach schnell spielen. Fürchte dich nicht, wenn du sagst, oh Gott, ich kann mich nicht immer 20 Minuten hinsetzen, das waren nie 20 Minuten. Und bei uns waren das im Prinzip nur 3 Stillmahlzeiten und gegen Ende des 2. Jahres waren nur 2 Stillmahlzeiten oder beziehungsweise 1 Stillmahlzeit. Denk dran, dass im 2. Lebensjahr dieser Prozess viel kürzer ist. Also war Andreas etwas anders. Wir hatten aber auch keinen Zeitdruck. Ich war nicht mehr schwanger. Ich musste nicht zu bestimmten Zeitpunkten aufhören. Dass ich mit der Arbeit angefangen hat, hat mich auch nicht davon abgehalten, weiter zu stillen. Habe ich gedacht, werde ich mich sehr auf meinen Sohn einstellen und schauen, wie das bei ihm ist. Ich muss zugeben, gegen 18. Monat,
Also mit 1,5 Jahren habe ich gedacht, boah, nee, ich kann nicht mehr. Ich will meinen Körper wieder zurückhaben. Und wir haben sehr sanft angefangen. Aber ich wusste, dass mit Andreas wird es nicht so einfach sein wie mit Annabelle. Also es waren wiederum die 3 Stillmahlzeiten, mit denen wir angefangen haben. Oder zu dem Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fangen wir mit dem Prozess an. Übrigens, ich glaube, das ist die Frage Nummer 1, also womit man eigentlich anfängt, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich genug, jetzt will ich aufhören zu stillen. Als erstes würde ich überlegen oder mir aufschreiben, wie viele Stillmahlzeiten hast du. Normalerweise hat man auch irgendwie Stillmahlzeiten nachts, ja, je nachdem, wie alt dein Baby ist. Und da fragt man sich, wie höre ich damit auf? Wenn nicht das Nachstillen, dann würde ich gerne stillen. Da hatte ich auch so ein Gefühl, oh Gott, das ist dieses nächtliche immer aufwachen und stillen, das macht mich so müde. Und vielleicht, wenn ich das damit aufhöre oder mit dem Stillen aufhöre, dann schläft mein Baby durch. Ich glaube, viele denken so, aber ich glaube, soweit ich gelesen habe, muss es nicht unbedingt sein. Auch wenn das Baby nachts nicht gestillt wird, kann es sein, dass das Baby oder das Kleinkind weiterhin aufwacht nachts. Meine Erfahrung, ich glaube, das war ja in beiden Fällen mit beiden Kindern gleiche Erfahrung. Und vielleicht wird es dir auch helfen. Ich weiß es nicht, ob das jetzt nur meine Kinder so waren. Annabelle hat angefangen zwischen 13 und 14 Monaten. Und Andreas mit 15 Monaten im eigenen Zimmer zu schlafen. Die erste Nacht, wo sie im eigenen Zimmer geschlafen haben, haben sie durchgeschlafen. Das Stillen war vorbei. Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Das war einfach von alleine. Indem wir sie ins eigene Zimmer umquartiert haben, haben sie aufgehört, nachts aufzuwachen. Haben sie aufgehört, nachts nach der Brust zu fragen. Und ich musste nichts tun. Vielleicht hast du auch Glück, probier das mal aus mit deinem Kind. Ich glaube, es kann sein, man sagt, ja, die riechen nach der Milch, wenn du in der Nähe bist, die riechen nach Mama und das ist ein Ritual. Und wenn sie im eigenen Zimmer schlafen, ist es vielleicht auch ruhiger. Sie wachen vielleicht nicht von anderen Geräuschen auf. Bei mir war das ganz einfach und ganz schnell und mehr kann ich dazu nicht sagen. Also war der Prozess mit Andreas ähnlich wie mit Annabelle, langsam Schritt für Schritt, nur war das er auch gelegentlicher Trinker, wenn er mal getröstet werden musste. Und da habe ich angefangen, okay, wenn er mal runtergefallen ist oder so, habe ich ihn versucht abzulenken, nicht mit der Brust zu trösten, sondern auch andere Methoden zu nutzen, in den Arm zu nehmen, zu streicheln, einfach da zu sein und versuchen zu beruhigen, aber ohne Brust. Das war Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2 waren wiederum die Mahlzeiten, die übrig geblieben sind. Das waren die 3 Mahlzeiten, morgens, mittags und abends. Langsam zu reduzieren. Als er morgens aufgewacht hat und nach der Brust gefragt hat, habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal Zähne putzen, wir werden uns anziehen. Und dann habe ich ihn immer vorgeschlagen, möchtest du jetzt erstmal frühstücken oder Milch trinken? Und dadurch, dass er morgens ziemlich viel isst und gerne isst, hat er irgendwie oft Frühstück bevorzugt und habe ziemlich viel gegessen und dann hat er über die Milch nicht mehr nachgefragt. Mittags vor dem Mittagsschlaf, das war schon ziemlich schwer. Dieser Prozess hat sehr lange gedauert. Also ihr wisst ja, mit 18 Monaten habe ich angefangen abzustillen. Aufgehört haben wir mit 26 Monaten. Es sind ja fast 8 Monate dazwischen. Es war ein sehr langsamer Prozess. Und das bedeutet für mich sanftes Abstillen. Ich kann nicht einfach entscheiden, morgen bekommst du keine Milch und fertig. Das Kind muss involviert sein, das Kind muss vorbereitet sein. Ich habe mit ihm angefangen zu reden. Ich habe auch erzählt, dass er bereits ziemlich groß geworden ist, dass er bereits laufen kann, dass er viele Zähne bekommen hat, dass er viel essen kann tagsüber und gut isst und dass er langsam auch keine Milch braucht. Die letzte Mahlzeit, Abendmahlzeit, war ziemlich schwer. Das war wiederum ein Ritual, bevor wir ins Bett gehen, hat er immer Sisi gebraucht. Am Anfang habe ich ihn in seinem Zimmer gestillt und dann habe ich ihm ein Buch gelesen und dann ist er ins Bett gegangen. Ab gewissen Zeitpunkt, das war im Sommer, ich glaube, da war er irgendwie 20, 21 Monate, hat Annabelle angefangen, mit ihm im Zimmer zu schlafen, zusammen. Und der Papa hat die Abendroutine übernommen. Ich habe ihn nicht mehr in seinem Zimmer gestillt, sondern in meinem Zimmer, im Schlafzimmer. Und dann habe ich ihm den Papa übergeben und der Papa hat mit denen die Abendroutine gemacht. Ab und zu habe ich versucht, die Stillmahlzeit abends zu verpassen. Und wenn er nicht danach gefragt hat, war das super. Aber oft hat er danach gefragt, das war ihm ganz präsent. So haben wir ziemlich lange, ich glaube 4 Monate oder so, hatten wir diese Stillmahlzeit gehabt.
Und er hat immer wieder aktiv danach gefragt. Als er 2 Jahre alt geworden ist, habe ich ja gemerkt, dass er nicht mehr so sehr interessiert ist. Er hat trotzdem immer wieder gefragt, aber trotzdem hat er ziemlich schnell getrunken. Der war oft abgelenkt von dem Buch und eigentlich habe ich wirklich mich zurückgenommen. Ich habe das nie aktiv angeboten, sondern immer geguckt und gehofft, dass er nicht mehr danach fragt. Und das war ja so, dass wir immer wieder gestillt haben. Einen Tag haben wir gestillt, der andere Tag nicht. Also im Prinzip kann ich sagen, ab dem 2. Geburtstag habe ich alle 2 Tage gestillt. Und wie wir aufgehört haben, waren ganz simpel. Meine Eltern waren so großzügig und sie haben die Kinder für über eine Woche zu sich genommen. Sie wohnen in Düsseldorf. Ich war nicht da. Und meine Eltern haben ihm aber auch die Flasche gegeben. Also eigentlich nicht die Flasche, sondern ein Glas mit Milch abends, so dass es irgendwo die Stillmahlzeit ersetzt hat. Und als er dann zurückkam, hat er wieder danach gefragt. Er hat das nicht vergessen, obwohl er über eine Woche nicht da war, hat er trotzdem nicht vergessen. Er wusste, wo die Sisi ist, er konnte einfach drankommen, mich anfangen auszuziehen und so weiter. Aber ich habe gesagt, nein Andreas, wir haben jetzt keine Milch. Die Milch ist aus, Mama hat keine Milch mehr, du bist ein sehr großer Junge, du hast alle Zähne da, du kannst laufen. Und wenn du Trost brauchst, du kommst zu mir, wir werden uns umarmen. Wir werden uns auf andere Art und Weise trösten, aber die Milch ist einfach aus. Und diese Erklärung hat ihm gereicht. Er hat nie geweint, er hat mir nie Szene gemacht, dass da nichts mehr kommt. Und ich hoffe, die Geschichte von mir hat dir irgendwelche Anhaltspunkte gegeben oder vielleicht Ideen geliefert, wie du mit dem Stillen aufhörst. Aber denk trotzdem dran, das ist ein sehr individueller Prozess. Du und dein Baby sind sehr individuell, eure Beziehung ist individuell und folge deinem Herz, blende alle anderen aus, versuch einfach in sich hineinzugehen und zu spüren, was richtig für dich ist, wann ist der richtige Zeitpunkt für dich, wann ist der richtige Zeitpunkt für dein Baby. Das ist einfach eure Beziehung und da sind nur 2 Personen in diese Beziehung dabei. Setz mir Daumen hoch, vergiss nicht meinen Kanal zu abonnieren, falls du noch kein Abonnent bist. Falls du Interesse hast, zu erfahren, wie ich überhaupt mit dem Stillen angefangen habe, weil das ist ein sehr schwerer Prozess für mich, schreib mir gerne in die Kommentare, da würde ich auch ein Video dazu machen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Woche und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, tschüss!